Die nun folgenden Szenen zeigen einen sauren Kani. Ich verstehe es nicht, warum die Samira einfach runterrennt. Warum kannst du nicht einfach akzeptieren? Ja, okay, ich habe scheiße gespielt. Mein Gott, mein Team carried mich. 1,16. Das ganze Game AFK. Und am Minden. Einfach in die Gegner reinrennen. Warum? Was ist daran so schwer, diese Person jetzt einfach zu bannen? Nach den 5 Reports, die ihr gerade bekommen hat. Weil wir natürlich hoffen, dass ihr aus dem Gegnerteam auch die eine oder andere Person reportet. Warum ist das jetzt so schwer? Warum darf die jetzt einfach weiterspielen, als wäre dieses Game nie geschehen? Das ist ein Samira-Main! Aber Master, lol, hi Elo-Player. Ah. Solche Aktionen gehäuft sollten Konsequenzen haben und halt nicht bei einmal und nicht perma. Nee, das stimmt nicht. Also, gehe ich nicht mit. Der Account sollte sofort permabannt werden. Ah gut, von mir aus nicht permabannt, aber 2 Wochen Ranksperre. Sofort. Sollte der Account sofort bekommen. Aber du kannst doch nicht tolerieren, dass eine Person einfach ein Game trollt und runterrennt. Nur weil du nicht das N-Wort in den Chat schreibst oder kill yourself in den Chat schreibst, deswegen kannst du dich gebannt werden. Cool. Das müsste automatisch passieren. Nee, muss es doch gar nicht. In NA fangen sie doch jetzt dann sogar an. Nach 4 oder 5 Jahren, nachdem die Community danach ruft, fangen sie jetzt doch an, sogar Writer einzusetzen, Hilo und gestreamte Games zu reviewen. Ein bisschen lachhaft, dass es erst in Season 13 passiert, also in der 13. Season und nicht in der 5. oder so. Es ist trotzdem disgusting, dass du einfach, solange du keine bösen Wörter schreibst, kannst du Solo machen, was du willst und dir wird nichts passieren. Du musst ja nicht jedes einzelne Spiel sichten. Es reicht ja, wenn Leute in ihrem Kopf wissen, dass die Möglichkeit besteht, dass du jetzt deinen Account verlieren kannst. Denkt ihr, die Samira hätte so gegrieft, wenn sie davon ausgehen muss, ihren Account zu verlieren? Natürlich nicht. Allein der Gedanke, dass es sein kann, dass du deinen Account verlierst, wird dazu beitragen, dass Leute nicht infeeden und trollen. Aber mittlerweile, jeder weiß seit Jahren, dass dir nichts passiert, wenn du infeedest und trollst. Deswegen tun es die Leute ja, weil nichts passieren kann. Aber wenn du weißt, dass du deinen Account verlieren kannst, dann fallen schon mal 20 bis 30% der Trolls weg. Und das alleine ist es doch schon worth it. Man kann nicht dagegen argumentieren, dass es die beste Lösung ist, einfach jeden weiterhin... Oder was ist weiterhin? Man muss doch sehen, dass es nicht gut von Riot ist, dass einfach jeder Ingame machen kann, was er will. Im Rank. Ich denke tatsächlich, dass die beste Lösung wäre es einfach. Also, erstens mal musst du das in den Hinterkopf der Leute bekommen, dass es sein kann, dass du gepunished wirst. Das macht schon so viel. Diese Abschreckung, diese Angst davor, fuck, wenn ich jetzt wirklich griefe und 8 Reports bekomme, verliere ich meinen Account für 2 Wochen. Oder wenn es das 5. Mal ist, für immer. Aber ich denke, das Beste wäre einfach, wenn du legit, mach das automatisiert und verteil so kleine Strafen. So 2 Tage kein Solo-Queue spielen. Dass du 2 Tage lang nur Arams und Normal spielen kannst und TFT. Also einfach kein Solo-Duo und kein Flex-Queue. Wenn du ein Game softetest. Hier sind Shaco. Er hat ihn geflasht, Schuh, kann das sein? Er hat ihn einfach geflasht, Schuh. Checo ist wieder hier. Oh, der BM. Dafür stirbt. Aber kannst du hitten? Was tut er? Toll. Oh, der hat schon Sheep already. Oh, der hat schon Sheep already. Ich dachte, wir snacken ihn einfach vor ihm vorbeigehen. Junge! Ich hacke Spieler. Alles Psychopathen. Okay, die Janna haben wir. Wollt ihr fighten schon? What? Ich hab noch nicht mal Ulti.
Junge, diese Shaco-Boxen. Einfach zu die. Oh. Ja, es war nicht so ein geiler Teamfight, weil Syndra von Anfang an low war. Wir kriegen eine Trümmer und danach, glaube ich, sollten wir nicht mehr weiterfahren. Es ist halt super schwierig, dann den Teamfight zu cleanen, weil deren Backline so safe ist. Mit Anivia Q, Anivia Wall, Janna Q, Janna Ult und den Shaco-Boxen. Die haben halt so viel Zoning und Peel. Nein! Mann! Die sind am Nash, ich check das nicht. Er lässt sich da unten Zeit und zeigt sich. Was? Was tut er denn? Ah, ist er gone. Okay. Wait, niemand hat den Dragon gemacht. Der war doch schon Half-Life. Und Ezreal war noch dran. Jetzt scheiß Midlane, bitte. Das ist unser Soulpoint. Oh, Mann. Ich mach den jetzt alleine. Ich rechtsklick den jetzt, bis er tot ist. Ist mir egal. Der Vego pusht alleine Mitte raus. Meanwhile. Komm, lassen wir sie enden. Komm. Aldi, Seju und der Vego sind so verloren. DC struggelt da immer noch da oben. Aber wie hat der Varus das überlebt? Der hat keinen Flash und stand da in allen drinnen. Wie hat der Varus das überlebt? Ich denke, das war dann unser Nash. Mehr kriegen wir nicht, oder? Oder wollt ihr weitermachen? Aber ich glaube halt nicht, dass wir gegen Anivia Projects machen. Wir können nicht diven. Außer der Anivia findet eine Godlike Ult. Was passiert da drüben? Was passiert hier überall? Die Fight-Koordination lässt etwas zu wünschen übrig. Oh shit, da war eine Box! Da steht eine Box! Oh, dann laufe ich denn überhaupt so weit rein? Bitte killt sie. Na, die überlebt. Oh, wie überlebt die das? Ich weiß auch nicht, wer von denen noch Flash hat und wer nicht. Wait, Jacob ist tot. Put! Was passiert da in Base? Alle grün? Ah. Outplayed. Okay, GG. Wir haben Game gewonnen, Chat. Aus Versehen. Denk, Mr. Lorofatz. That's Master nowadays. Ja. Yep. Deine Mates haben es doch echt spannend gemacht. Eigentlich nur die Seju. Eigentlich waren die alle fein. Nur die Seju war ein bisschen lost. Alles Psychopathen.